Alles klar, stell dir Folgendes vor. Du wirst einfach in eine andere Welt teleportiert, aber statt coolen Skills oder einem OP-Team kriegst du nichts. Haruka, unser Protagonist, ist der ultimative Einzelgänger und hat genau null Bock auf Teamwork. Doch genau das bringt ihn in die verrücktesten Situationen. Alleine durch gefährliche Dungeons, Monster klatschen und dabei irgendwie überleben. Aber hey, wenigstens kann ihm keiner auf die Nerven gehen, oder? Naja, nicht ganz. Diese Story wird wild und du wirst sehen, wie weit man als Solo-Player wirklich kommt. Bereit für das Chaos? Er wird in eine völlig andere Welt transportiert, in der er gezwungen ist, mit Monstern und Goblins zu kämpfen, um jeden Tag zu überleben. Es ändert sich jedoch nichts, denn auch in seiner eigenen Welt war Haruka ein totaler, einsamer Verlierer ohne Girls und mit einer Zukunft, die dunkler war als meine eigene. Niemand schenkte diesem Trottel jemals Aufmerksamkeit, weil er nie in eine der Klassengruppen passte, die in die Gruppe der fiesen Delinquenten eingeteilt waren. Die Schulhaus, die Sigma Sam Salek Anhänger, die ekelhaften verschwitzten Streber und schließlich die braven Mädchen mit einem Stock im Arsch. Er legte seinen Kopf wieder auf seinen Tisch, denn er weiß, dass es für einen Trottel wie ihn keinen Platz in dieser Welt gab. Plötzlich benehmen sich alle Klassenkameraden wie große Idioten und starren auf einen goldenen, leuchtenden Kreis, der im Klassenzimmer auftaucht, denn Haruka ist genau wie ihr alle ein Trottel. Er hat bereits alle Mangas gelesen und weiß, dass sie in eine andere Welt transportiert werden, aber das ist ihm zu viel Arbeit. Also beschließt er auszusteigen und versucht buchstäblich der Situation zu entkommen. Leider ist die Tür durch das Flex-Siegel fest verschlossen, sodass er sie auch mit viel Schaden nicht aufbrechen kann, um zu entkommen. Schon bald bedeckt der magische Kreis das gesamte Klassenzimmer und langsam werden die Schüler hineingesogen. Aber Haru hat zu viele Mission Impossible Filme gesehen und springt den Luftschacht hoch, um zu entkommen. Doch das Glück ist nicht auf seiner Seite, denn der Kreis dringt in den Luftschacht ein und saugt ihn in eine weiße, endlose Leere. Er sieht sich um und fragt sich, wo zum Teufel seine ganze Klasse ist und wartet darauf, dass ein hässlicher König mit einer heißen Tochter ihn begrüßt. Aber nichts dergleichen passiert. Bald sieht er einen alten Sack, der auf ihn zurennt und aus irgendeinem Grund versucht, in Zeichensprache zu kommunizieren. Irgendwie gelingt es Haruka, den Alten zu verstehen, als er erkennt, dass alle seine Klassenkameraden vor ihm herbeigerufen wurden und in eine andere Welt transportiert wurden, nachdem sie eine besondere Fähigkeit gewählt hatten. Der alte Mann fordert ihn auf, ihm zu folgen, da er ebenfalls eine Fähigkeit wählen muss. Aber von den 50 Fähigkeiten wurden bereits 43 gewählt, sodass keine Cheat-Fähigkeiten mehr verfügbar sind. Ihm wird klar, dass er eine lahmarschige Fähigkeit wählen muss, um in der neuen Welt irgendwie zu überleben. Doch seine Hoffnungen und Träume zerplatzen erneut, als er bemerkt, dass eine Qualle bessere Fähigkeiten hat als die, die ihm bleiben, und beginnt, den alten Mann wie ich mein Eiweißshake zu schütteln. Er schreit den alten Mann an, er solle sich mit besseren Fähigkeiten eindecken oder besser zählen lernen und nicht noch mehr Leute beschwören, wenn er nicht genug Fähigkeiten habe. Der alte Mann schnappt schließlich zu und stößt ihn weg, weil er meint, dass ein Mensch wie er, der so dick wie eine Bowlingkugel ist, selbst mit den besten Fähigkeiten nicht überleben würde. Er traut seinen Augen nicht, als er sich umdreht und einen riesigen Wald sieht, der ihn umgibt, während er ganz alleine und verängstigt dasteht. Plötzlich entdeckt er einen Beutel auf dem Boden und hebt ihn auf, um herauszufinden, dass er eine unbegrenzte Tragekapazität hat, was ein ziemlich guter Gegenstand ist. Aber selbst damit ist alles, was darin ist, so wie die Freundin, die du nicht hast. Schnell macht er einen Drip-Check und versucht, seine Werte zu überprüfen. Doch plötzlich erscheinen zwei Würfel auf dem Bildschirm. Er wirft sie und auf beiden erscheint ein M. Er hat legit keine Ahnung, was das bedeutet, aber die Statistik sagt ihm, dass er alles auf einen Skill setzen soll. Er fragt sich, ob M- oder etwas anderes bedeutet, also beschließt er, auf Nummer sicher zu gehen und alles auf Glück zu setzen. Zu seiner großen Überraschung stellt sich heraus, dass M für Maximum steht und seine Glücksstatistiken sind nun auf das Maximum hochgeschraubt. Er findet auch heraus, dass Gott ihm, da er so ein einsamer Einsiedler ist, eine Mitleidsfähigkeit gegeben hat, mit der er wilde Tiere zähmen kann. Er sieht sich um zu sehen, ob einer seiner Klassenkameraden in der Nähe ist. Aber es ist niemand in Sicht, also beschließt er weiterzugehen und sein eigenes Haus zu bauen, indem er sich von den beiden Jungs auf YouTube inspirieren lässt, die Häuser aus Schlamm bauen. Er beginnt, durch den Wald zu laufen. Als er die Befürchtung hat, dass ein riesiges Monster ihn ausspähen wird, nimmt er einen weiteren Gegenstand, der als Kontaktlinse bekannt ist. Zu seiner Überraschung erhält er, sobald er sie aufsetzt, die Fähigkeit, die Werte verschiedener Dinge zu sehen, was eine sehr wichtige und hilfreiche Fähigkeit ist. Er stellt fest, dass diese Fähigkeiten viel mehr zu sein scheinen, als ihr Name vermuten lässt, und geht fröhlich weiter, während er seine Umgebung nach Kräutern, die seine Gesundheit verbessern können, nach Gegengiftpilzen und vielem mehr absucht. In Verbindung mit seinem endlosen Beutel kann er so viel sammeln, wie er will, und sie mit einem großen Gewinn als Medizin verkaufen. Nachdem er sich wie ein echter Sigma-Mann rehydriert hat, wandert er wieder durch die Wälder, wo er plötzlich eine Öffnung zu einer Höhle findet. Er betet zu den Göttern, dass sich kein Monster darin befindet, und betritt die Höhle, um etwas
Nützliches zu finden. Die Höhle wird bald sehr dunkel, also holt er seine Laterne und sein magisches Zelt heraus, das er hier leicht aufstellen kann, um in Ruhe zu leben. Als die Nacht hereinbricht, hat Haruka es sich bequemer gemacht als bei Seven vs. Wild, denn er sammelt Zweige und entzündet sie mit einer Temperaturmagie, was auch die Biester fernhalten wird. Er überprüft noch einmal seine Werte und stellt fest, dass einige seiner Fähigkeiten verbessert wurden, aber er ist zu müde, um sie zu überprüfen und schläft schließlich ein. Am nächsten Morgen wacht er mit einem Ruck auf und überprüft die Umgebung, um sich zu vergewissern, dass er noch in Sicherheit ist und stellt fest, dass seine Monsterabwehrtechniken perfekt funktioniert haben müssen. Er bekommt Hunger, also zündet er ein weiteres Feuer an, holt seine Pfanne heraus und brät wie ein echter Food-YouTuber ein paar Pilze und Beef Jerky an. Das Essen stellt sich als ziemlich gut heraus und er fragt sich, ob er hier ein Leben als muskulöser Bauer führen kann. Aber ihm wird klar, dass er kein Proteinpulver hat, also geht er noch einmal aus der Höhle, wo er eine Reihe von Kräutern findet, die ihm helfen können, Muskeln aufzubauen. Während er die Kräuter sammelt, hört er einen Tumult hinter sich und sieht einen Haufen dummer Kobolde, die Scheiße vom Boden aufheben. Er bekommt sofort Angst wie der riesige Schisser, der er nun einmal ist, und versteckt sich hinter ein paar Büschen, während die hirnlosen Goblins anfangs Gibby die Teulen zu singen. Da zieht Haruka die Reißleine und holt seinen Stock heraus, bevor er von der Hirnfäule befallen werden kann. Er fragt sich, ob sein Holz ausreicht, um mit den beiden Kobolden fertig zu werden, aber um sicher zu gehen, legt er sich einen Schutz an und stürmt dann auf sie zu, bevor er einen der Kobolde auf seinen dicken, fetten Kopf schlägt. Das weckt irgendetwas in ihm und er beginnt auf das arme Monster einzuschlagen, bis es ohnmächtig auf dem Boden liegt. Der andere Goblin bekommt Angst und greift Haruka auch an. Zum Glück für Haruka sind die Angriffe des Goblins ziemlich leicht zu durchschauen, sodass er den Schlägen leicht ausweichen kann, bevor er ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst und dann einen kleinen magischen Stoß abfeuert, der die Sache besiegelt. Danach wäscht er sich das Gesicht, als die Sonne unterzugehen beginnt und beschließt nach Hause zu gehen, da er heute viel gearbeitet hat. Nachdem er wieder in seiner Höhle angekommen ist, röstet er ein paar Pilze wie ein totaler Landstreicher und überprüft seine Werte, nur um herauszufinden, dass er mehrere Fähigkeiten verbessert hat. Das ist eine sehr gute Nachricht, aber gleichzeitig fragt er sich, was die Goblins mit ihm machen werden, wenn sie ihn ganz allein in einer leeren Höhle finden. Schnell schüttelt er die beängstigenden Gedanken ab und wärmt sich mit ein paar Übungen ein wenig auf, bevor er sich wieder ins Bett legt. Am nächsten Morgen wacht er wieder auf, nur um Pilze zum Frühstück zu finden, was ihn schon langsam nervt. Er fragt sich, ob er wieder etwas Fleisch auftreiben kann, erinnert sich aber sofort daran, dass die Veganer in seiner Klasse ihn bei lebendigem Leibe auffressen würden, wenn er das jemals sagen würde. Schnell steht er wieder auf und stärkt seine Werte mit etwas Magie, bevor er sich mit seinem treuen Holz in der Hand auf den Weg macht. Schon bald findet er einen Gegenstand auf dem Boden, der sich wiederum als ein beschissener Pilz entpuppt. Er wirft ihn zu Boden und macht sich auf die Suche nach Fleisch, das auf Bäumen wächst. Bald kommt er zur Besinnung und beschließt, dass er einfach an seinen magischen Fähigkeiten arbeiten sollte und erhöht seine Werte erneut. Danach beginnt er durch den Wald zu rennen und zu seiner Überraschung hat sich seine Geschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht, da sich sein Körper sehr leicht und schnell anfühlt. Außerdem scheinen auch seine Angriffe schneller und stärker zu sein, also beschließt er, dies an einer Gruppe von Goblins in der Nähe auszuprobieren. Er stürzt sich sofort in den Kampf und verpasst dem ersten Goblin mit seinem Holz eine Ohrfeige, bevor er dem zweiten ebenfalls eine auf den Kopf verpasst. Das scheint die Goblins jedoch zu erzürnen, denn der aufgebockte Goblin greift nach einer Keule, aber Haruka versteckt sich hinter einem Gebüsch und schleicht sich davon wie eine kleine feige Sau. Er beschließt, dass er für heute genug hat und kehrt in seine Höhle zurück, wo er über die Dinge nachdenkt, die er an diesem Tag getan hat. Bevor er sich an ein paar Heimwerkerprojekte macht, wie zum Beispiel einen IKEA-Tisch, den er nach mehreren Versuchen zusammengebaut hat. Am nächsten Morgen ist er jedoch schon ziemlich gut darin und schafft es, einen Hocker und einen Couchtisch ganz alleine zusammenzubauen. Da er nun weiß, wie man etwas baut, beschließt er, auch seine Sicherheit zu erhöhen und baut ein Holztor am Eingang seiner Höhle, um sicherzustellen, dass niemand ohne seine Erlaubnis eintreten kann. In dieser Nacht geht er auf die Jagd nach Kleinwild, da er nicht länger ohne Fleisch leben kann. Das Glück ist auf seiner Seite, als er ein Kaninchen sieht, das im Wald davonläuft, und es gelingt ihm, es wie eine Wildkatze zu fangen. Er grinst wie ein Ungeheuer bei dem Gedanken an das leckere Fleisch, als er plötzlich die Anwesenheit anderer Menschen in der Gegend spürt und in Alarmbereitschaft gerät. Er sieht sich um und entdeckt zu seiner Überraschung und Bestürzung eine Gruppe von Straftätern, die auf ihn zukommt. Er erschrickt, denn er will sich nicht mit ihnen einlassen, also versteckt er sich hinter ein paar Gebüschen und beginnt leise wegzugehen, aber seine idiotischen Sinne beginnen wieder zu kribbeln. Schnell setzt er seine besondere Sehfähigkeit ein, mit denen er alles um sich herum sehen kann, und zu seiner Überraschung sieht er, wie die Schlauen der Klasse von der einen Seite auf ihn zugehen, während die durchschnittlichen Sam Salek-Verehrer und die unheimlichen Streber von der anderen Seite kommen. Er beschließt, dass er mit ihnen nichts zu tun haben will, als er plötzlich
sich die Mädchen sieht, die von der Klassensprecherin angeführt werden. Er lässt den Hasen los und überlegt, ob er sich mit der Klassensprecherin treffen soll, da sie nett zu ihm war und er sie seit der ersten Klasse kennt. Aber er stoppt sich selbst mit schierer Willenskraft, als er daran denkt, wie toll es sich anfühlt, sein eigener Chef zu sein, und er beschließt, dass er diese Welt alleine erobern will. Ladies and Gentlemen, damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende der ersten Folge von Loner Life in Another World angekommen. Er duckt sich in ein Gebüsch, um sich zu verstecken, als die Raufbolde sich nähern. Einer von ihnen könnte schwören, dass er jemanden in dieser Richtung gehört hat, und er nähert sich dem Gebüsch, in dem sich Haruka versteckt. Aber als er nachsieht, findet er nur das Kaninchen, also gehen er und die anderen weiter. Haruka ist erleichtert, dass sie ihn nicht gefunden haben, aber er beschließt, ihnen zu folgen, damit er herausfinden kann, ob sie etwas vorhaben. Er hört genau zu, wie die Raufbolde ein hochintellektuelles Gespräch über die Brüste ihrer Vizeklassensprecherin führen. Und Haruka ist enttäuscht, weil er dachte, er würde wenigstens etwas Nützliches von ihnen erfahren. Da es keine Gesetze gibt, die sie aufhalten könnten, ist Haruka ein wenig besorgt darüber, was die Raufbolde den Mädchen antun könnten. Aber er ist sich sicher, dass die Klassensprecherin ihnen einen Riegel vorschieben wird, was auch immer sie vorhaben, denn das tut sie immer. Haruka hört jedoch bald, wie die Raufbolde darüber sprechen, dass sie eine Fähigkeit namens Tanaka benutzen können, damit sie tun können, was sie wollen. Die Raufbolde stehen dann auf, um zum Lager zurückzugehen, und Haruka kann erkennen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Aber er kann sich nicht dazu durchringen, einzugreifen, weil das soziale Interaktion erfordern würde, und das lehnt er entschieden ab. Er geht zurück in seine Höhle und beginnt ein paar Pilze zu grillen, aber dann bemerkt er etwas, das ihn völlig aus der Fassung bringt. Seine Einzelgängerfähigkeit ist gerade aufgestiegen, was bedeutet, dass sogar seine Statustafel ihn als Einzelgänger anerkennt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er seinen Klassenkameraden aus dem Weg gehen wollte, aber es ist trotzdem nicht das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Wenn überhaupt, dann würde er gerne weiter aufsteigen, denn seine Gesamtstufe ist immer noch nur 3. Der Hauptgrund dafür ist, dass er 2 Fertigkeiten hat, die er nicht aufleveln kann: Ungeschicklichkeit und Strohkopf. Um ehrlich zu sein, ist er sich nicht einmal sicher, was diese Fertigkeiten bewirken. Ungeschicklichkeit bedeutet wahrscheinlich, dass er in den meisten Dingen, die er ausprobiert, gut sein wird. Aber er wird nie ein Meister in einem bestimmten Handwerk werden können. Und das ist ziemlich eindeutig. Aber was die Strohkopffähigkeit angeht, ist die beste Erklärung, die Haruka einfällt, dass sie etwas mit Marionetten zu tun hat. Aber da ist er sich nicht sicher. Er beschließt, die Suche nach einer Erklärung vorerst aufzugeben und einfach sein Abendessen zu essen. Aber er wünscht sich immer noch, er hätte etwas Fleisch gegessen. Haruka macht Schluss für heute und geht ins Bett, aber als er versucht, ein wenig zu schlafen, hört er draußen einen riesigen Krach, den er nicht einfach ignorieren kann. Also steht er auf, um herauszufinden, was los ist. Als er seine Höhle verließ, erwartete er, dass die Raufbolde wieder ihr Unwesen treiben würden, aber zu seiner Überraschung waren es dieses Mal die Nerds. Sie kämpfen gerade gegen einen Haufen Goblins und es sieht so aus, als hätten sie ein paar Probleme, also überlegt Haruka, ihnen zu helfen, aber er ändert seine Meinung, als er ihre Werte sieht. Sie haben Fähigkeiten, die viel besser sind als seine, und sie sind alle auf Stufe 16, während Haruka noch auf Stufe 3 ist. Er denkt sich, dass sie es auch ohne ihn schaffen werden, also wendet er sich zum Gehen. Aber kurz bevor er geht, sieht er 2 Goblins, die sich von hinten an die Gruppe heranschleichen. Und die Nerds haben ohnehin schon zu kämpfen. Also, wenn sie von hinten angegriffen werden, werden sie mit Sicherheit ausgelöscht. Haruka ist immer noch unschlüssig, ob er ihnen helfen soll oder nicht. Aber dann erinnert er sich an die Zeit, als die Nerds ihren Holo-Glurak mit ihm teilten. Und er beschließt, dass sie es wert sind, gerettet zu werden. Er rennt mit einem Stock in der Hand aus dem Gebüsch und erledigt die beiden Goblins mit einem einzigen Schlag. Dann wendet er sich an die Nerds und fragt sie, ob es ihnen gut geht. Den Nerds geht es gut, denn sie sind schockiert, Haruka hier draußen zu sehen. Nachdem sie sich wieder vertraut gemacht haben, danken die Nerds Haruka für seine Hilfe, aber es fällt ihm schwer, mit ihnen zu kommunizieren, da er schon lange nicht mehr mit echten Menschen gesprochen hat. Schließlich nimmt er sie alle mit zu sich nach Hause und die Nerds sind alle erstaunt, wie schön das Innere ist, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Höhle handelt. Haruka erklärt, dass er ein wenig Erdmagie und Handwerk gelernt hat, um bei der Umgestaltung zu helfen, aber die Nerds finden es trotzdem beeindruckend, dass er das alles selbst gemacht hat. Haruka bereitet einen Drink für sie alle vor und fragt, warum sie so spät in der Nacht noch mitten im Wald unterwegs waren. Die Nerds verstummen plötzlich, als das Thema angesprochen wird, und nach ein paar Sekunden erzählen sie Haruka, dass sie eigentlich gerade auf der Flucht vor dem Rest der Klasse sind. Alles begann, nachdem die Klasse geisekeit wurde, und zuerst waren alle nur überrascht von dem, was gerade passiert war, aber bald wurden sie mit der Realität konfrontiert, dass sie hier festsitzen, und sie begannen auszuflippen. Ein paar von ihnen sahen die Situation gelassener, wie die beliebten Mädchen, die eher genervt als verängstigt
Gymnastik schienen, die Sportler, die überlegten, was sie tun sollten, aber nichts über Isekai wussten, und die Streber, die ganz in ihrem Element waren. Die Klassensprecherin war genauso verwirrt wie alle anderen, aber sie hat den gesunden Menschenverstand, um zu erkennen, dass Schreien in einem unbekannten Wald eine gute Möglichkeit ist, unerwünschte Raubtiere anzulocken und sie alle zu töten, also versucht sie, alle zur Ruhe zu bringen. Doch es war zu spät, denn eine Gruppe von Goblins hatte die Klasse bereits entdeckt und die Klassensprecherin hat keine Ahnung, wie sie mit diesen Monstern umgehen soll, also flippt sie aus. Alle anderen flippen auch aus, sogar die Schüler, aber die Streber wissen, dass jemand die Sache in die Hand nehmen muss, also aktivieren sie alle ihre Fähigkeiten, um die Goblins zu besiegen. Die Sportskanonen helfen mit und schon bald sind alle Goblins besiegt, aber es ist immer noch nicht sicher, hier draußen zu sein, also macht die Klassensprecherin alle auf sich aufmerksam und sagt, sie sollten sich an einen sicheren Ort begeben, bevor sie wieder angegriffen werden. Kurze Zeit später beschließt die Klasse, ihr Lager am Fluss aufzuschlagen und die Otakus übernehmen es, allen beizubringen, wie man mit all dem Isekai-Wissen, das sie besitzen, in dieser Welt überleben kann. Die Aufgaben wurden gleichmäßig unter allen Mitgliedern der Klasse aufgeteilt und alles schien gut zu laufen, bis die beliebten Mädchen plötzlich sagten, nö, ich habe absolut keinen Bock mehr. Die Klassensprecherin versuchte sie davon zu überzeugen, dass die Arbeit notwendig sei und sie nur beim Aufbau der Zelte helfen müssten, aber die Mädchen wollten sich einfach nicht darum kümmern und da die beliebten Mädchen nichts taten, beschlossen die Raufbolde, dass sie auch faul sein würden und überließen der Klassensprecherin und den Otakus die ganze Arbeit. Außerdem machten sich die Otakus die Mühe, sich um alle Monster zu kümmern, die versuchten, das Lager anzugreifen. Und obwohl es ihnen wie eine Menge Arbeit vorkam, mussten sie das um ihrer selbst willen tun. Zurück im weißen Raum sahen die Nerds, wie zwei besonders beunruhigende Fähigkeiten gewählt wurden. Die eine war der Zauberspruch, der die Kontrolle über Menschen verleiht. Und die andere war die Fertigkeit Puppenspieler, die so ziemlich das Gleiche bewirkt. Sie wussten, dass einer der Raufbolde die Fertigkeit Puppenspieler besaß. Also wollten die Nerds schnell aufsteigen, um sich gegen die Raufbolde verteidigen zu können. Nachts gingen die Raufbolde jedoch auch hinaus und töteten Monster, aber nur um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Und während die Otakus sie belauschten, sprachen sie darüber, wie sie die Mädchen zu ihren Sklavinnen machen würden, sobald sie genug Fähigkeiten besäßen, um sie einzusetzen. Die Otakus erkannten, dass dies eine Menge Ärger bedeuten würde, also gingen sie los, um die Klassensprecherin zu warnen. Doch nur ein paar Tage später hatten die Raufbolde genug Level erreicht, um ihre Fähigkeiten einzusetzen. Und die Klassensprecherin war zufällig in der Nähe, also planten sie, sie zu ihrem ersten Opfer zu machen. Doch am Ende wurden sie von den Otakus überrumpelt und sobald sie unten waren, wurden ihre Fähigkeiten versiegelt, damit sie keinen Schaden anrichten konnten. Nun sind die Raufbolde im Grunde genommen machtlos und wie zu erwarten war, nahmen es die Mädchen nicht gut auf, als sie von dem Plan der Raufbolde erfuhren, sodass die Raufbolde aus ihrem Camp geworfen wurden. Das wäre das Ende gewesen, aber die Raufbolde waren kleinlich und später in der Nacht, als die Otakus nicht da waren, um sie zu verprügeln, griffen die Raufbolde das Lager an, nur um sich mit allen anzulegen und brannten schließlich alles nieder und als nichts mehr übrig war, zogen sich die Raufbolde in den Wald zurück. Die Klassensprecherin ergriff das Wort und erinnerte die anderen daran, dass die Nerds der Grund dafür sind, warum sie bisher draußen überhaupt überlebt haben. Sie setzte sich damit klar für sie ein, was die Otakus sehr zu schätzen wussten, denn sie waren es leid, in einer Gruppe voller undankbarer Leute unterwegs zu sein. Die Situation war für sie unerträglich geworden, also beschlossen sie zu fliehen, nachdem sie die ganze Geschichte erfahren hatten. Haruka, der von alledem mitbekam, fühlte sich wirklich schlecht für die Nerds. Um ihnen eine Freude zu machen, beschloss er an diesem Abend ein Pilzfest für sie zu veranstalten. Überraschenderweise genoss er es sogar, Zeit mit den anderen zu verbringen, obwohl er sonst lieber für sich ist. Doch am nächsten Tag war es Zeit für die Nerds aufzubrechen, da sie beschlossen hatten, flussabwärts zu gehen, um ein Dorf zu finden und dort ihr Leben als Abenteurer zu beginnen. Sie boten Haruka an, sich ihnen anzuschließen, da sie ihn als Freund betrachteten. Haruka mochte sie auch sehr, musste ihr Angebot aber schweren Herzens ablehnen. Er hatte das Gefühl, dass seine Trash-Fähigkeiten sie nur aufhalten würden. Außerdem war er besorgt über die Situation im Klassenlager, besonders weil die Klassensprecherin die einzige Person, die er wirklich mochte, noch immer dort war. Deshalb fasste er den Entschluss, ins Lager zurückzukehren, um nach dem Rechten zu sehen. Auf dem Weg dorthin trifft er zufällig auf einen Kobold und das Ding beißt ihn, aber letztendlich schafft er es, ihn zu töten und seine Reise fortzusetzen. Als die Nacht hereinbricht, erreicht Haruka das Flussufer, wo sich das Klassenlager hätte befinden sollen. Zu seiner Überraschung ist der Platz jedoch völlig verlassen. Er vermutet, dass sie an einen anderen Ort umgezogen sein müssen. Mit einer seiner Detektivfähigkeiten beginnt er, die wenigen vorhandenen Fußspuren zu analysieren und folgt ihnen. Nach einer Weile stößt er auf die Gruppe der beliebtesten Mädchen der Klasse, genau jene, mit denen er am wenigsten umgehen kann. Haruka spürt sofort den Impuls, umzukehren und einfach nach Hause zu gehen. Doch kaum hat er sich entschieden, den Rückweg anzutreten, bemerkt er, dass die Mädchen bereits angefangen haben, ihm zu folgen. Seine Versuche, ihnen zu entkommen, scheinen erfolglos und Haruka ärgert sich insgeheim, dass er überhaupt in ihre Nähe geraten ist.
Haruka hätte keine Probleme, ihnen zu entkommen, aber er bleibt stehen, als er sie das Wort Bitte sagen hört. In all den Jahren, in denen Haruka sie kennt, kam das Wort Bitte nie in ihrem Wortschatz vor. Also muss etwas Schlimmes passiert sein, damit sie so verzweifelt sind. Er beschließt, mit ihnen zu reden, und das Erste, was die Mädchen tun, ist ihn zu fragen, ob er weiß, wo die Otakus hingegangen sind. Wer hätte das gedacht? Die Mädchen wollen sich bei ihnen entschuldigen, weil sie jetzt wissen, wie viel die Otakus für sie getan haben, und sie wollen aufrichtig wiedergutmachen, wie sie sie behandelt haben. Aber die Nerds sind schon lange weg, also gibt es keine Möglichkeit, dass die Mädchen sie jemals wieder einholen. Sie können es nicht alleine aus dem Wald schaffen, und sie können sich nicht vor Monstern verteidigen. Also, wie wollen sie die Nerds finden? Er fragt sie, ob sie die Entschlossenheit haben, alles zu tun, um sich bei den Otakus zu entschuldigen. Aber die Mädchen brechen weinend zusammen, weil sie wissen, dass sie in kürzester Zeit sterben werden, wenn sie alleine im Wald zurückbleiben. Sie flehen Haruka an, ihnen beizubringen, wie man hier draußen überlebt. Er ist so verblüfft von ihrer plötzlichen Bitte, dass er ihr schließlich zustimmt, ohne nachzudenken. Was zur Folge hat, dass Harukas Unterwerfungsfähigkeit aktiviert wird und die Mädchen plötzlich seine unterwürfigen Gefolgsleute geworden sind. Haruka ist wirklich nicht glücklich darüber, wie die Dinge laufen, aber für den Moment bemerkt er, dass eines der Mädchen eine kleine Verletzung am Arm hat. Also gibt er ihr einen Heiltrank, den er gemacht hat, damit sie sich erholen kann, aber sie benutzt ihn stattdessen nur für ihn. Er hat es wirklich satt, dass die Mädchen jetzt nur noch Dinge zu seinem Vorteil tun, und er macht sich wirklich Sorgen darüber, wie er das der Klassensprecherin erklären soll, wenn er über den Weg läuft. Und genau auf das Stichwort hin läuft die Klassensprecherin zufällig gerade durch diesen Teil des Waldes. Als die Klassensprecherin Harukas Aufmerksamkeit erregt, gerät Haruka in Panik, weil er nicht weiß, was er zu ihr sagen soll. Und wenn man es genau bedenkt, weiß er nicht einmal, wie sie heißt. Sie gehen seit der Grundschule in dieselbe Klasse und die Klassensprecherin war immer nett zu ihm. Deshalb kann sie nicht glauben, dass er sich nie die Mühe gemacht hat, ihren Namen zu lernen. Wenige Augenblicke später tauchen die anderen Mädchen der Klasse auf, da alle außer den beliebten Mädchen die Anweisungen der Klassensprecherin befolgen. Apropos die beliebten Mädchen. Die Klassensprecherin bemerkt, dass sie hinter Haruka stehen, aber sie sehen aus, als würden sie sich gerade eine einzige Gehirnzelle teilen. Also denkt die Klassensprecherin, dass Haruka ihnen etwas angetan haben muss. Er würde gerne sagen, dass er unschuldig ist, aber Tatsache ist, dass er die Mädchen durch seine Fähigkeit in seine Dienerinnen verwandelt hat. Auch wenn er es nicht absichtlich getan hat und er weiß nicht, was er dagegen tun soll. Er versucht sein Bestes, die Situation zu erklären, ohne sich selbst als Bösewicht darzustellen. Aber keines der Mädchen glaubt ihm wirklich. Also gibt Haruka den Versuch auf, seine Unschuld zu beweisen und dreht sich um, um wegzugehen. Leider zwingt ihn die Klassensprecherin zu bleiben, während sie nach Wakana sieht, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut geht. Zum Glück reicht ein leichtes Schütteln, um diese Unterwerfung rückgängig zu machen, sodass Wakana der Klassenvertreterin sagt, dass es ihr gut geht. Die Klassensprecherin ist erleichtert, das zu hören, und Haruka denkt, dass das bedeutet, dass er jetzt gehen kann. Aber die Klassensprecherin will immer noch herausfinden, wie die ganze Sache mit der Unterwerfung überhaupt passiert ist. Also weigert sie sich, Haruka jetzt schon gehen zu lassen. Während die Mädchen reden, bleibt Haruka allein an einem Baum zurück, und da er nichts zu tun hat, beschließt er, seine Magie zu üben, damit er sein Haus erweitern kann, sobald er nach Hause kommt. Er versucht herauszufinden, wie er einen Keller bauen kann, aber er vermasselt es und begräbt sich versehentlich vom Hals abwärts im Boden. Er sitzt so fest, bis die Klassensprecherin ihn findet. Sie ist schockiert, ihn im Dreck vergraben vorzufinden, obwohl sie ihn nur gebeten hat, ein paar Minuten zu warten. Aber Langeweile kann einen Kerl dazu bringen, verrückte Dinge zu tun. Sie geht zu Harukas Kopf hinüber, um ihn zu packen, damit er sich aus dem Dreck befreien kann. Und sobald er frei ist, entschuldigt sie sich dafür, dass sie ihm nicht vertraut hat, da Wakana ihr gesagt hat, dass er nur versucht hat, allen zu helfen. Haruka kann sich nicht daran erinnern, jemals gesagt zu haben, dass er allen helfen würde. Aber die Klassensprecherin und die anderen Mädchen danken ihm bereits, also beschließt er, es einfach zu tun. Da alles geklärt ist, will er nach Hause gehen. Aber die Mädchen werden wütend, weil er sie in der Wildnis zurücklassen will, ohne ihnen zu helfen. Die Klassensprecherin bemerkt, dass Haruka gerade ein Haus erwähnt hat. Also fragt sie ihn danach und Haruka erklärt, dass er etwas Zeit übrig hatte und einfach ein Haus gebaut hat. Die Klassensprecherin kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ein ganzes Haus alleine zu bauen, während sie sich abmühen mussten, ein Lager zu verwalten, und auch die anderen Mädchen sind sehr beeindruckt. Also berufen sie eine Versammlung ein und fangen an, sich zu unterhalten. Die Klassensprecherin fragt, wie viele Leute in Harukas Haus Platz finden. Und so wie er es entworfen hat, würden etwa 200 Leute hineinpassen. Aber man muss einige Möbel umstellen und das Hallenbad leeren. Die Klassenvertreterin ist wirklich neidisch darauf, wie gut es Haruka geht. Und so sehr sie es auch hasst, ihn zu stören, fragt sie, ob sie und die anderen Mädchen bei ihm übernachten können, da sie derzeit alle obdachlos sind. Haruka flippt aus, weil es eine Sache ist, Jungs einzuladen, bei ihm zu übernachten. Aber hier geht es um eine ganze Klasse von Mädchen und es fällt ihm
ihm schwer, sich zu beherrschen. Sobald er sich beruhigt hat, beginnt Haruka damit, sie alle zu einem Haus zu führen. Aber aufgrund der vielen Zeit, die er in diesen Wäldern verbracht hat, ist Haruka viel besser darin, sich zurechtzufinden. Eine seiner Fähigkeiten gibt ihm sogar hilfreiche Hinweise, damit er in die richtige Richtung geht. Schließlich kehrt Haruka mit den Mädchen zu seinem Haus zurück und nachdem sie zu Atem gekommen sind, sind sie von der Pracht von Harukas Haus überwältigt. Es ist schon so lange her, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten oder die Wunder der Sanitäranlagen im Haus erleben durften. Und sobald Haruka erwähnt, dass es dort drüben ein Bad gibt, rennen die Mädchen wie wild drauf zu und ziehen sich direkt vor Haruka aus. Er kann es nicht ertragen, eine ganze Nacht mit ihnen in einem Raum zu verbringen. Also baut er ein Zelt auf, damit er alleine sein kann und bereitet sich darauf vor, schlafen zu gehen. In diesem Moment kommt die Klassensprecherin in sein Zelt, weil sie etwas mit ihm besprechen möchte. Zuerst dankt sie ihm für seine Hilfe, denn ohne ihn hätte sie nicht gewusst, was sie tun soll. Nachdem die Otakus gegangen sind, beschließen auch die Sportskanonen zu gehen und so sind die Mädchen ganz auf sich alleine gestellt. Es war hart, aber jetzt, wo sie gebadet und gut gegessen haben, sind die Mädchen wieder gut gelaunt. Doch auch wenn sich die Dinge schließlich geklärt haben, hat die Klassensprecherin das Gefühl, dass sie als Vertreterin versagt hat, weil sie nichts tun konnte, um die Situation der Klasse zu verbessern. Haruka findet, dass sie ein bisschen zu hart mit sich selbst umgeht, weil sie bisher die Mädchen beschützt und zusammengehalten hat. Das mag stimmen, aber die Klassensprecherin sagt, dass sie einfach nur Glück hatten, weil sie da draußen auf keine Monster gestoßen sind. Aber wenn sie das getan hätten, wären sie im Gegensatz zu den Strebern machtlos gewesen, die Klasse zu beschützen. Auch hier findet Haruka, dass sie sich selbst gegenüber nicht fair ist, denn die Otakus haben praktisch ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf diese Situation vorzubereiten. Also ist es nur natürlich, dass sie in der Lage sind, sich selbst gut zu schützen. Für sie war es jedoch das erste Mal, dass sie überhaupt von Isekai gehört hat, also hat sie sich alles in allem ziemlich gut geschlagen. Die Klassensprecherin fühlt sich viel besser, nachdem sie von ihm gehört hat, dass sie gute Arbeit geleistet hat. Obwohl ihre Leistungen im Vergleich zu Haruka, der in nur einer Woche einen funktionierenden Haushalt aufgebaut hat, immer noch unbedeutend scheinen. Sie wünscht ihm eine gute Nacht und geht wieder ins Haus. Aber bei all dem, was heute passiert ist, wird Haruka heute Nacht auf keinen Fall schlafen können. Als Haruka am nächsten Morgen aufwacht, sitzt eines der Mädchen vor seinem Zelt und fordert ihn auf, aufzustehen, weil das Frühstück fertig ist. Es dauert eine Minute, bis er begreift, was los ist. Aber dann flippt er ein wenig aus und sagt, dass er eigentlich noch ein bisschen schlafen möchte. Das Mädchen akzeptiert seine Antwort nicht und krabbelt auf ihn, um ihn zum Aufstehen zu bewegen. Also gibt Haruka auf und fragt, was es zum Frühstück gibt. Er erwartet die übliche Pilzsuppe mit einer extra Portion Pilze. Aber zu seiner Überraschung gibt es heute Fisch zum Frühstück und er ist so aufgeregt, dass er dem Mädchen versehentlich einen Kopfstoß verpasst. Das Mädchen hat sich leicht verletzt, aber Haruka ist das egal, denn endlich kann er mal etwas anderes als Pilze essen und er liebt es. Die Klassensprecherin versteht nicht, warum er so begeistert ist, Fisch zu essen, wo er doch die ganze Zeit am Fluss gelebt hat. Aber das mag zwar stimmen, doch Haruka ist einfach ein schlechter Angler und konnte noch nie einen fangen. Damit die Mädchen so gewohnt sind, Fisch zu essen, müssen sie eine zuverlässige Methode haben, Fische zu fangen. Also fragt Haruka, wie sie das machen. Die Klassensprecherin stimmt zu und nimmt Haruka mit an den Fluss, zusammen mit einem der Mädchen, das die Fähigkeit hat, Blitze zu zaubern. Und wie sie Fische fängt, setzt sie das Wasser einfach unter Strom, bis die Fische aufhören zu leben. Haruka ist wirklich beeindruckt, also bittet er sie, es noch einmal zu tun und obwohl das Mädchen nicht wirklich will, stimmt sie trotzdem zu, da Haruka ihr hilft. Sie erzeugt einen weiteren Blitzball, aber bevor sie ihn in den Fluss werfen kann, nimmt Haruka den Blitzball und versiegelt ihn mit seiner Verpackungsfähigkeit. Dann wirft er ihn in den Fluss und kann auch noch ein paar Fische fangen. Außerdem hat er auch noch Blitzmagie erlangt, sodass er die Hilfe des Blitzmädchens nicht mehr benötigt. Die Klassensprecherin fragt, was er gerade getan hat, woraufhin Haruka erklärt, dass er diese Art von Magie erlangen kann, wenn er seine Verpackungsfähigkeit auf ein bestimmtes Element anwendet. Es ist wahrscheinlich ein Effekt, der durch eine Kombination seiner vielen Fähigkeiten verursacht wird, was definitiv nützlich ist. Aber er denkt immer noch nicht, dass es beeindruckend ist, da er immer noch nur eine Reihe von nutzlosen Fähigkeiten hat. Während die anderen Mädchen im Fluss spielen, sitzt Haruka mit der Klassensprecherin zusammen und fragt sie, was sie und die anderen Mädchen danach machen wollen. Die Klassensprecherin sagt, dass die Details noch nicht feststehen, aber sie planen, ins nächste Dorf zu gehen und zu versuchen, die Otakus einzuholen. Allerdings müssen sie ihr Level erhöhen, wenn sie es alleine aus dem Wald schaffen wollen. Also bietet Haruka an, ihnen beim Training zu helfen, bevor sie gehen. Kurze Zeit später sind alle Mädchen im Wald versammelt und bevor Haruka mit seinem Trainingslager beginnt, möchte er wissen, wie hoch ihr Level ist. Die Mädchen sagen ihm, dass ihre Stufen alle über 16 sind
und Haruka wird deprimiert, weil er nach all der Zeit im Wald immer noch Stufe 7 ist. Er beginnt zu bezweifeln, dass die Mädchen überhaupt seine Hilfe brauchen, also beschließt er, sie einem kleinen Test zu unterziehen und lässt sie gegen einen Haufen Kobolde kämpfen, um zu sehen, wie gut sie sind. Die Mädchen denken, dass dies ein Kinderspiel sein wird, da die Kobolde nur auf Stufe 6 sind, aber ein paar Augenblicke später haben sie alle den Arsch voll und sind am Boden. Die Mädchen hatten keine Ahnung, dass die Kobolde sich tatsächlich wehren würden, also gehen sie alle zurück, um sich neu zu gruppieren und eine neue Strategie zu überlegen. Und aus irgendeinem Grund findet die Strategiesitzung in Harukas Zauberzelt statt. Da Harukas Zelt sich ausdehnen kann, passen sie zwar alle hinein, aber er hat immer noch keine Ahnung, warum sie sich für diesen Ort entschieden haben. Nach kurzem Überlegen machen sich die Mädchen wieder auf den Weg und sind sich sicher, dass sie dieses Mal nicht verlieren werden. Haruka freut sich, dass sie motiviert zu sein scheinen, aber er glaubt ehrlich gesagt auch nicht, dass sie dieses Mal gewinnen können. Nachdem sie gegangen sind, kommt das Mädchen von heute Morgen auf Haruka zu und sagt, sie wolle sich für ihr Verhalten von heute Morgen entschuldigen. Sie hat sich ihm absichtlich genähert, nur um zu sehen, ob er die Situation ausnutzen würde, wenn er die Chance dazu hätte. Sie gibt zu, dass sie ihm zuerst nicht vertraut hat, aber er hat ihnen eine Unterkunft und Essen gegeben und hilft ihnen sogar, das Kämpfen zu erlernen. Also hat sie das Gefühl, dass sie ihm vertrauen kann. Haruka ist froh, dass sie ihm vertraut und sagt, dass er sich sehr darauf freut, sie morgen zu sehen, obwohl er ihren Namen nicht kennt, also nennt er sie einfach Fischmädchen. Am nächsten Morgen freut sich Haruka über einen Fisch vom Fischmädchen, aber dann hört er, wie die anderen Mädchen darüber reden, wieder gegen Kobolde zu kämpfen, um sich zu rächen. Aber bevor sie gehen können, ruft die Klassensprecherin sie zurück und sagt, dass sie zuerst trainieren müssen, weil sie auf jeden Fall wieder verlieren werden, wenn sie jetzt wieder kämpfen. Sie schlägt vor, dass sie im Kampf gegen Kobolde üben sollten, aber als sie tatsächlich einen Kampf gegen die Kobolde beginnen, läuft es nicht so gut für die Mädchen. Trotz dieser Niederlage glauben einige der Mädchen immer noch, dass sie bereit sind, gegen die Kobolde zu kämpfen, obwohl einige von ihnen vorgeben, krank zu sein, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Haruka glaubt nicht, dass das gut ausgeht und ist bereit einzugreifen, wenn es nötig ist. Zu seiner Überraschung haben die Mädchen jedoch aus ihren Fehlern gegen die Kobolde gelernt und zusammengearbeitet, um die Kobolde zu besiegen. Die Klassensprecherin beglückwünscht sie alle zum Sieg und Haruka ist erleichtert, denn das bedeutet, dass die Mädchen auf sich selbst aufpassen können und nicht mehr bei ihm bleiben müssen. Er glaubt, dass er endlich zu seinem Leben als Einzelgänger zurückkehren kann, aber die Klassensprecherin kommt zu ihm und dankt ihm, dass er sich bereit erklärt hat, mit ihnen ins nächste Dorf zu gehen. Er weiß ziemlich genau, dass er nie gesagt hat, dass er sich ihnen anschließen würde, aber die Klassensprecherin besteht wirklich darauf, also gibt er nach und stimmt zu, mit ihr zu gehen. Kurze Zeit später haben alle ihre Sachen gepackt und sind bereit, den Wald zu verlassen. Aber Haruka erinnert sie daran, dass sie nicht wissen, was ihnen dort draußen begegnen könnte, also sollten sie auf der Hut sein. Zur gleichen Zeit sieht man in einem anderen Teil des Waldes einen der Jungen aus der Klasse um sein Leben rennen, als er den Fehler macht, sich umzudrehen und über einen Stein stolpert. Er wird nun von seinem Angreifer in die Enge getrieben und kann nicht mehr fliehen, sodass er schließlich auf der Stelle erwürgt wird. Harukas oberstes Ziel ist es nun, die Sicherheit der Mädchen zu gewährleisten, da die Verbrecher ihnen sehr dicht auf den Fersen sind. Um sie in Sicherheit zu bringen, muss er sie möglichst schnell aus dem Wald herausführen. Kurz darauf begegnet er einem riesigen Ork und sieht darin eine Chance, den Mädchen zu zeigen, wie man sich gegen Gefahren wehren kann. Mit ruhiger Stimme fordert er sie auf, sich zurückzuhalten und ihm zuzusehen. Haruka stürmt mit seinem Stock auf den Ork zu. Der Ork schwingt seine Keule und versucht, ihn regelrecht in den Boden zu stampfen. Doch als er herabschaut, ist Haruka bereits verschwunden. Geschickt versteckt sich Haruka hinter einem Baum und beobachtet, wie der schwerfällige Ork vergeblich versucht, ihn zu treffen. Um zurückzuschlagen, muss Haruka jedoch einen Plan entwickeln. Er erinnert sich daran, dass die Nerds ihm erzählt haben, physische Angriffe seien gegen Orks kaum wirksam, weshalb Magie die beste Waffe wäre. Er öffnet sein Statistikfenster und überprüft seine Magieoptionen. Dank seiner Fertigkeit kann er auf alle Elemente zurückgreifen, aber bevor er einen Zauber anwenden kann, entdeckt der Ork sein Versteck und zerschmettert den Baum mit einem Hieb. Haruka weicht geschickt aus und taucht schließlich hinter dem Ork auf und schlägt ihn mit einem gezielten Schlag zu Boden. Überraschenderweise ist der Ork tot, was Haruka erstaunt, da physische Angriffe ihm eigentlich nichts anhaben sollten. Die Mädchen sind enttäuscht. Sie hatten gehofft, etwas über die Verteidigung zu lernen, statt dem Ork direkt beim Niedergang zuzusehen. Haruka entschuldigt sich und verspricht, den nächsten Gegner mit Magie zu bezwingen. Kurz darauf trifft Haruka auf einen weiteren Ork, der ahnungslos in der Gegend herumsteht. Er formt einen Flammenzauber in seiner Hand und
schleudert ihn lässig auf das Monster. Der Ork geht zu Boden und steht nicht mehr auf, was die Mädchen erneut frustriert. Wie sollen sie sich je verteidigen lernen, wenn Haruka seine Gegner im Handumdrehen besiegt? Später am Abend hat die Gruppe ausreichend Orkfleisch gesammelt und beschließt, ein Grillfest zu feiern. Während alle essen und sich amüsieren, stellt Haruka im Hintergrund so viele Fallen auf, wie er nur kann, um nächtliche Angriffe zu verhindern. Sein Zelt ist mit einer Tarnfunktion ausgestattet, sodass es vor Feinden unsichtbar bleibt. Zufrieden plant er die Route für den nächsten Morgen und überprüft mit Hilfe seiner Kartenfähigkeit den Weg. Plötzlich schlägt seine Wahrnehmungsfähigkeit an. Jemand ist in der Nähe. Entschlossen macht sich Haruka auf, der Sache nachzugehen. Haruka entdeckt vier männliche Gestalten, die sich aus der Dunkelheit nähern. Befürchtet zunächst, es könnten die gesuchten Verbrecher sein. Doch als die Jungs näher kommen, erkennt er sie als die Sportskanonen aus seiner Klasse und ist erleichtert, dass er sich keinen Kampf liefern muss. Währenddessen bemerkt die Klassensprecherin, dass Haruka in der Ferne mit den vier Jungs spricht. Auch wenn sie offensichtlich keine feindlichen Absichten haben, fragt sich Haruka, was die Tonbrüder in der Wildnis zu suchen haben. Verdächtig, dass sie womöglich den Mädchen folgen, stellt er die Jungs zur Rede. Doch sie verneinen entschlossen und behaupten, sie seien nur wegen Haruka hier. Haruka nimmt ihnen das ab, bleibt aber verwundert, warum sie sich die Mühe gemacht haben, die Mädchen zu meiden. Die Jungs erklären ihm, dass sie den Mädchen nicht trauen können. Sie informieren ihn über eine Fähigkeit, die noch gefährlicher sei als die charmanten Manipulations- und Puppenspielerfähigkeiten, die die Delinquenten angeblich einsetzen wollten. Haruka erinnert sich an Gerüchte über eine Raubfähigkeit. Genau das, worauf die Jungs anspielen. Sie berichten, dass die Raufbolde laut über ihre Gedankenkontrollpläne sprachen, jedoch nie die Raubfähigkeit erwähnten. Das lässt nur einen Schluss zu. Wenn weder die Verbrecher noch die Nerds diese Fähigkeit besitzen, dann muss eines der Mädchen sie haben und diese vor allen verbergen. Um die Situation aufzulockern, täuscht Haruka den Jungs vor, dass er selbst diese Fähigkeit haben könne. Die Sportskanonen bleiben jedoch entspannt. Sie wissen, dass Haruka, der Einzelgänger, niemanden absichtlich suchen würde, um ihm die Fähigkeiten zu entziehen. Schmunzelt gesteht er, dass er tatsächlich eine Unterwerfungsfähigkeit besitzt, mit der er Menschen zu Haustieren machen könnte, aber er verzichtet lieber darauf. Die Jungs, die nur warnen wollten, verabschieden sich und sagen, sie würden im Wald nach den Delinquenten Ausschau halten, die verdächtig wirken. Bevor sie verschwinden, bitten sie Haruka noch, sich bei der Klassensprecherin und den Mädchen in ihrem Namen zu entschuldigen, da sie ohne Ankündigung aufgebrochen waren. Am nächsten Morgen wacht die Gruppe auf und die Mädchen sind auffallend energiegeladen, was Haruka dazu veranlasst, sich eine Auszeit zu nehmen. Ihre überschäumende Energie strengt ihn an. Doch als er sich entfernt, folgt ihm die Klassensprecherin. Sie wirkt nervös, zappelt herum und scheint ihm etwas Wichtiges sagen zu wollen. Sie beginnt gerade zu beichten, dass sie diejenige ist, die die Raubfähigkeit besitzt. Doch Haruka wusste das schon längst. Immerhin besitzt Haruka eine Schätzungsfähigkeit und das überrascht die Klassensprecherin zutiefst. Sie ist schockiert, dass er von ihrer Raubfähigkeit wusste, denn die einzigen, die davon wissen, sind eigentlich die Nerds. Verunsichert fragt sie ihn, warum er nie etwas gesagt hat und ihr dennoch geholfen hat. Doch Haruka sieht das Ganze gelassen. Für ihn war es schlicht keine große Sache. Sie will wissen, ob er keine Angst vor ihr habe, da ihre Raubfähigkeit es ihr ermöglicht, die Fähigkeiten anderer zu stehlen, indem sie sie tötet. Eine Gabe, die eigentlich jedem Furcht einflößen würde. Doch Haruka beruhigt sie. Die Nerds waren offenbar auch nicht besorgt, dass sie die Fähigkeit besitzt, sonst hätten sie sie nicht ohne weiteres zurückgelassen, während sie die Schlägertypen durch Siegel in Schach hielten. Für Haruka bedeutet das, dass sie ihr Vertrauen in die Klassenrepräsentantin setzen und wissen, dass sie die Fähigkeit nicht missbrauchen wird. Er ist sich sicher, dass sie niemals jemanden verletzen könnte. Zu Tränen gerührt bedankt sich die Klassensprecherin, gerührt von Harukas Vertrauen. Haruka schmunzelt und kommentiert, dass sie in den letzten Tagen erstaunlich oft weint. Sie entgegnet, dass das an ihm liege. Nachdem die Gruppe eine Weile weitergewandert ist, erklärt Haruka, dass es Zeit für eine Pause sei und holt eine Kiste mit Saft hervor, den er den Mädchen verkaufen will. Die Mädchen müssen jedoch feststellen, dass niemand Geld dabei hat. Eines der Mädchen bietet Haruka alternative Zahlungsmethoden an, aber die Klassensprecherin greift sofort ein und verhindert, dass das Mädchen den Saft bekommt. Nach der kurzen Rast setzen sie ihren Weg fort. Obwohl sie dem Zeitplan voraus sind, wird es dennoch dunkel werden, bevor sie das nächste Dorf erreichen, sodass sie erneut unter freiem Himmel campen müssen. Während sie weiterziehen, fällt Haruka ein Fluss in der Nähe auf. Er sieht darin die perfekte Gelegenheit, etwas auszuprobieren und bittet die Klassensprecherin, auf die anderen Mädchen aufzupassen. Sie fragt, ob sie ihn begleiten kann, doch Haruka schüttelt den Kopf, rennt los und verschwindet, bevor sie ihm folgen kann. Allein im Wald aktiviert Haruka seine Magieverstärkungsfähigkeit, um seine Körperkräfte zu erhöhen und wendet zusätzlich Gewichtsmagie an, um sich leichter zu machen. Die Kombination verleiht ihm unglaubliche Geschwindigkeit und er spürt, dass mit genügend Kraftaufwand vielleicht sogar ein Flug möglich wäre. Mit dieser Theorie im Kopf springt er so hoch wie möglich in die Luft.
Zunächst scheint es tatsächlich zu funktionieren, doch plötzlich beginnt er wieder zu fallen. Bevor er sich versieht, prallt er unsanft auf den Waldboden zurück. Der Sturz hätte Haruka beinahe das Leben gekostet, weshalb er beschließt, solche Experimente nicht mehr zu wagen und humpelt zum Lager zurückkehrt. Als die Klassensprecherin ihn in seinem verletzten Zustand sieht, ist sie entsetzt und fragt besorgt, was passiert ist. Haruka erzählt ihr, dass er sich hochgeschleudert hat, dann aber plötzlich wieder runterfiel und dabei fast umgekommen wäre. Die Klassensprecherin schreit ihn an, weil er so unüberlegt gehandelt hat. Doch Haruka versucht die Situation zu entschärfen und zeigt ihr eine Handvoll Beeren, die er in der Luft gefunden hat. Er bietet an, ihr etwas Saft daraus zu machen, doch sie lehnt kopfschüttelnd ab. Sofort kommt das Saftmädchen angelaufen und fragt, ob sie etwas Saft haben kann. Am nächsten Tag macht sich die Gruppe erneut auf den Weg und zunächst läuft alles gut. Abgesehen von einem Mädchen, das sich verlaufen hat und ein paar Orks, denen sie unterwegs begegnen. Trotz dieser kleinen Hindernisse schaffen sie es aus dem Wald heraus. Die Mädchen sind überglücklich, endlich die dichten Bäume hinter sich zu lassen, denn das nächste Dorf kann nicht mehr weit sein. Haruka hingegen bleibt skeptisch. Die weiten Hügel um sie herum bieten kaum Deckung und das Dorf ist nirgendwo zu sehen. Um ihre genaue Position zu bestimmen, öffnet er sein Statusfenster auf der Suche nach einer Fähigkeit, die ihm helfen könnte. Zu seiner Überraschung entdeckt er eine neue Fähigkeit: Luftlauf. Er muss sie aus seinem missglückten Flugversuch vom Vortag gewonnen haben. Neugierig probiert Haruka die Fähigkeit aus und tatsächlich, er beginnt über den Boden zu laufen, in der Luft. Die Klassensprecherin bemerkt seine Abwesenheit und sieht sich um. Sie ist schockiert, als sie ihn hoch oben laufen sieht. Haruka blickt zu ihr hinunter und erklärt, dass er nur kurz die Umgebung auskundschaften will, um sicherzugehen, dass der Weg vor ihnen frei ist. Als er die Landschaft überblickt, scheint zunächst alles ruhig. Doch dann entdeckt er eine Gruppe Dorfbewohner, die von Wölfen angegriffen wird. Zurück auf dem Boden berichtet er der Klassensprecherin, dass einige Menschen in der Ferne von Wölfen bedroht werden. Die Klassensprecherin überlegt, ob sie eingreifen sollten, doch Haruka bleibt vorsichtig. Nur weil sie von Monstern angegriffen werden, bedeutet das nicht, dass diese Leute unschuldig sind. Was, wenn sie am Ende Banditen sind? Die Mädchen hingegen möchten den Leuten unbedingt helfen. Haruka jedoch gibt zu bedenken, dass es für sie unmöglich ist, rechtzeitig dort zu sein, selbst wenn sie rennen würden. Und das Risiko, dass sich die Dorfbewohner als feindlich herausstellen könnten, will er nicht eingehen. Gerade als er sich abwenden will, ergreift die Klassensprecherin seinen Arm. Sie bittet ihn, es sich noch einmal zu überlegen. Mit fester Stimme sagt sie, dass sie die Dorfbewohner abwehren wird, falls sie feindlich gesinnt sind. Doch wenn es sich um unschuldige Menschen handelt, möchte sie ihnen helfen. Haruka wusste bereits, dass die Klassensprecherin entschlossen sein würde, den Leuten zu helfen, selbst wenn es gefährlich ist. Doch die Mädchen sind im Kampf noch unerfahren und ihre Chancen, wirklich zu helfen, sind gering. Also übernimmt Haruka die Sache selbst. Da die Leute zu weit entfernt sind, als dass er einfach zu ihnen laufen könnte, überlegt er sich eine neue Strategie. Er kombiniert den magischen Schub und den Gewichtszauber vom Vortag und fügt einen kräftigen Windzauber hinzu, der ihn wie eine Rakete vorantreibt. Allerdings zieht dieser Zauber so stark, dass die Klassensprecherin unfreiwillig mitgerissen wird. Etwas, das Haruka nicht bemerkt, als er losfliegt. Als er durch die Luft jagt, spürt Haruka plötzlich ein Zerren an seinem Umhang. Schockiert dreht er sich um und sieht, wie die Klassensprecherin sich panisch an ihm festklammert, zu hoch in der Luft, um loszulassen. Sie erklärt ihm ängstlich, dass sie durch den Windzauber angesaugt wurde und jetzt feststeckt. Während sie sich den Dorfbewohnern und den Wölfen nähern, ruft die Klassensprecherin ihm zu, dass er landen soll. Doch Haruka hat keinen Plan, wie er diesen Flug abbrechen soll. So stürzen die beiden mitten in den Kampf zwischen Wölfen und Dorfbewohnern. Das Ergebnis? Die Klassensprecherin wird K.O. geschlagen, die Wölfe werden durch den Aufprall augenblicklich erledigt und die Dorfbewohner sind vor Verblüffung sprachlos. Während die Klassensprecherin bewusstlos bleibt, bedankt sich der Anführer der Dorfbewohner bei Haruka und stellt sich als Ofta vor, seinen Begleiter als Gartek. Wäre Haruka nicht aufgetaucht, hätte die Gruppe vermutlich schwere Verluste erlitten und so zeigt sich Ofta ihm gegenüber außerordentlich dankbar. Haruka erkundigt sich, was sie hier draußen machen, woraufhin Ofta und Gartek erklären, dass die Wölfe die Händler auf den Ebenen angegriffen haben und die Abenteurergilde einen Auftrag zur Ausrottung der Wölfe erteilt hat. Sie dachten, sie könnten diese Situation meistern, doch sie wurden schnell überwältigt und ihre Kutsche wurde zerstört. Nun sind sie gezwungen, ihre Ausrüstung und Vorräte selbst zurück ins Dorf zu tragen. Da Haruka ohnehin auf die anderen Mädchen warten muss, bietet er der erschöpften Gruppe einige der gerösteten Notfallpilze an, die er bei sich trägt. Gartek ist überrascht, denn es handelt sich um seltene Ausdauerpilze, die die Erschöpfung einer Person beinahe sofort lindern. Kurz darauf treffen auch die anderen Mädchen ein und schließen schnell Freundschaft mit Oftas Elfen- und Ritterkameradinnen, sodass eine ausgelassene Stimmung aufkommt. Ofta bietet an, die Gruppe in seine Heimatstadt Omo zu führen. So erreichen sie bald die Stadt und genießen es endlich wieder in der Zivilisation.
Inspiration zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö, mädö.